Willkommen zurück hier bei Euro Truck Simulator 2. Wir fahren nach Wien endlich. Wo sind sie jetzt? Sag bloß nicht, sie jetzt weg. Ich hau dich. Wo sind sie jetzt? Alter, ist es immer neu, wenn ich hier ausmache oder was? Kann ich was sein? Ach da. Boah. Von Salzburg nach Wien. Okay. Dafür kriegen wir 4600. Gut. Wunderbar. In Wien können wir dann mal gucken. Nach dem LKW. Für die Ralala. nach dem LKW-Verkauf da. Händler. Händler, ja, danke. Vielleicht können wir dann doch schon einen kaufen. Einen eigenen LKW. Dann schauen wir mal. So, wir fahren 300 Kilometer, das reicht für die Folge. Was fahren wir überhaupt? Kartoffeln, natürlich. Letztes Mal war es Rindfleisch, jetzt ist Kartoffeln. Ja, gleich haben wir die ganze Fressparade zusammen. So, nach links, aber nicht in die Wiese fahren. Ja, sehr schön. Kartoffeln. Nach Wien. So, dein Wunsch wurde erhört. Der Nächste kann seinen Wunsch jetzt äußern unter die Kommentare immer noch. Wenn ihr wollt, wenn nicht, dann mache ich selber. Und jetzt regnet es natürlich. Jetzt weiß ich auch, wo der Scheibenwischer ist. Und natürlich habe ich das Radio vergessen. Mann. Egal. Irgendwann. Ihr könnt jetzt auch selber singen, aber das will ich jetzt nicht machen. Sonst schaut am Ende keiner mehr zu. Das ist das Problem hier. Wo geht's denn jetzt hin? Hä? So, wir besuchen jetzt mal ganz kurz Salzburg. Für eine Ecke. Und dann geht's gleich wieder raus. Muss mir hier mal Blinker setzen. Sehr schön. Ich muss aufpassen, dass ich keine Unfälle baue, weil sonst haben wir hinten Pommes frites. Oder Kartoffelbrei. Ja. Bei mir ist alles möglich. Salzburg raus. Jawohl. Also wenn wir das schaffen, dann haben wir insgesamt über 37.000, oder? Ja. Über 37.000 Euro. Das sollte reichen. Für den Anfangs-LKW. Und dann will ich endlich mal meinen eigenen haben. Das, damit wir auch mal tanken können, auch mal schlafen können. Was auch mal was anderes. Und dann möchte ich mit meinem neuen LKW dann selbst mein eigenes Budget mir ergattern. Also viel Geld bekommen. Um mir dann davon wieder neuen LKW zu holen und wieder und wieder und wieder. Und auch mal die ganzen LKWs aufmotzen. Das kann man nämlich auch tun. Und zwar kann man hier die Motoren aufmotzen, die Reifen aufmotzen, was der Geier. Möchte ich alles machen. Bist du mal hier rechts? Danke. Oh. Tempomat einschalten. Gott. Wunderbar. Na. Achso, man kann auch seine eigene Garage bauen, übrigens hier im Spiel. Also nicht bauen, sondern eine eigene Garage kaufen, wo man dann seine ganzen LKW dann unterbringen kann. Das ist auch cool.
möchte mal alles machen. Alles. Ich möchte alles tun. Alles, alles. Der Regen hört überhaupt nicht mehr auf. Jetzt kurz mehr erst. Wenn wir stärker, müssen wir hier heftiger einschalten, den Scheibenwischer. Oh, das Licht einschalten. Oho. Von mir eine Strafe kriegen. Oh mein Gott. Jetzt ist es 21 Uhr in dem Spiel. Also gleich 9:30 in der Nacht. Was ist da unten alles für Anzeigen hier? Was ist da? Kann man da hinzoomen? Okay, ich sollte nicht da unten hingucken, ich sollte auf die Straße gucken. Das gibt schwere Folgen und ich muss gleich niesen. Alter. Okay, jetzt ist wieder weg. Ich habe jetzt mal, wegen dem blöden Schnupfen, habe ich jetzt mal hier so einen Juckreiz in der Nase. Da denke ich immer, ich muss niesen, dann kommt doch nichts. So was Komisches. Aber ist normal eigentlich. Ich habe vergessen, meine Nasentropfen zu nehmen. Oh Gott. Aber ist kein Wunder bei dem Dreckswetter draußen hier mit dem Schnee und minus 20 Grad und... Ja gut, 20 ist schon übertrieben, aber... Minus 10 Grad und alles mögliche. Ist kein Wunder. Ja, hätte da bleiben können. Unmöglich. Aber jetzt muss ich. Genau. Wien und Linz. Schon recht. Da wieder das gelbe Licht da unten. Was ist denn das? Rechts. Hab's gesehen? Ist wieder weg. Da, jetzt wieder. Was ist denn das? Ist das der Scheibenwischer? Ich versteh's nicht. Ich bin zu hohl fürs Spiel, wisst ihr? So, die Hälfte haben wir geschafft von der Strecke. Schon mal gut. Jetzt sind wir gleich im ganzen Österreich rumgekommen. Habe ich das Gefühl. Tramerie. Arrivederci. So, es könnte mal langsam aufhören hier mit dem Scheißregen. Das reicht jetzt mal. Irgendwann. Gibt es eigentlich auch Schnee irgendwann? Ich weiß nicht. Ich kann mal gucken, ob es irgendwie Schneemod gibt. Weil jetzt um die Jahreszeit passt es ja irgendwie, ne? Ah, ich bin gerade auf der A1. Okay.
Na dann. Wow, was ist das da? Wow, guck mal. Das Gebäude. Boah. Fast an Pommes vorbeigeschrammt. Alter, was war das? Meine Fresse, ey. Endlich sehe ich mal so ein gutes, schönes Gebäude und dann baue ich hier fast einen Unfall. Da vorne wieder, was ist denn das? Was ist da vorne? Typisch Österreich, oder? Ich trau mich nicht. Ah, Neuser, okay. Oh, da vorne, das ist eine Burg, oder? Die Wiener Burg. Oder die Linzer Burg. Warte mal, das muss ich sehen. Nee, ist ein Schloss irgendwie, oder? Ah, ganz, ganz schlimm. Los rein hier. Außen kann ich überhaupt nicht fahren. Björk. Nee, Björk. Björk? Fährt er nach Schweden oder wie? Und hier mal wieder Aria, das kennen wir ja schon vom anderen. Aria kann auch vom anderen Stern sein. So wie sie es anhört. So wie Alpha Centauri oder so ähnlich. Oder wie die alle heißen. Uhr, ist mitten in der Nacht jetzt. Ikaboak. Okay. Ich dachte, es heißt erst Ikea, aber es heißt Ika. Ah, hat aufgehört. Endlich. Kein Regen. Wurde auch Zeit. Wow. Toll. Schau ich einmal auf meinen Boden hier. Schon gibt's einen Unfall. Typisch. Typisch. Ich frage mich, ob es hier auch Stau gibt irgendwie. Dass man hier stundenlang warten muss oder so. Aber ich glaube, das haben die Entwickler mit Absicht draußen gelassen, weil sonst hätte der Spieler keine Lust mehr zu spielen, wenn man hier dauernd warten müsste. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-bam. Wir sind gleich da, noch 12 Kilometer, 11 Kilometer, 10 Kilometer. Da vorne ist das Ziel, ich sehe es schon. Also hier auf der Karte jetzt. So, jetzt runter auf 50. Erster Aufenthalt in Wien, juhu! Hurra, hurra, hurra. Der Thomas ist da. Mit den Kartoffeln. Tonnen. Boah. Das heißt 21.000 Kilo. Ich kann rechnen. Was ein Wunder. Oh, Schluck auf auch noch. Oh nee. Was ist jetzt los? Ampel. Das auch noch. Oh oh. Oh, fahr drüber. Danke. So, hier reinfahren. Da müssen wir nämlich hin. Okay.
Alles klar. So. Jetzt geht's. Zählt das? Bitte, 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 bitte. Yes! Boah! Hurra! Es hat gezählt. Ja. Schaden, natürlich. War ja so klar wieder. Nur weil ich mal auf den Boden geguckt habe. Gut. Ach ja, genau. Ich wollte ja hier LKW kaufen. Bevorzugtes LKW. LKW kaufen. Warte mal. LKW-Händler. Gibt's da gar nicht, oder wie? Online kaufen? Aha. Warte mal. Toll. Aus Besuche ausgewählten Händler. Warte mal. DAF? Ich wollte auch einen DAF, oder? Warte mal. Möchtest du wirklich nach Zürich fahren, einen DAF? Ja. Ah, da bin ich. Okay. Gut, 37.000. Ach du Scheiße, 103.000. Ach du Heiliger. Was ich war jetzt, oder? Ich brauche 100.000 Euro. Ach du Heiliger. Das ist... Okay. Wollen wir verlassen? Wie sieht's beim anderen aus? Oh, es läuft die Nasen wieder, ey. Ich hasse es. Ich hasse es. 94.000. Nee, ich baue mindestens 100.000. Das bringt nichts. Okay, wir machen dann in der nächsten Folge weiter, hier bei Euro Truck Simulator 2. Also wie gesagt, bitte eure Wunschstadt unten reinschreiben in die Kommentare, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann mache ich selber. Und beim nächsten Mal will ich auf jeden Fall hier das Radio einfügen. Dafür kümmere ich mich jetzt drum. In der nächsten Zeit. Und dann... hören wir uns wieder in der nächsten Folge von Euro Truck Simulator 2. Bis dann. Tschüss.